Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 4.2.2022. Und unser der hat hier heute richtig Terz gemacht, hat richtig Theater gemacht, war hier nicht glücklich zu stehen. Hat sich ja echt wirklich dolle, dolle abgeseilt. Gerade auch in Erwartungshaltung der Amazon-Zahlen, die halt wirklich richtig, richtig schlecht erwartet wurden, hat sich der Markt hier heute nicht viel Mühe gegeben, hochzukommen. Ich finde es ein bisschen schade. Wir hatten drüber gesprochen mit grüne Kerze, Stundenkerze, egal ob jetzt hier 2 Stunden Chart, 1 Stunden Chart, das ließ sich am Donnerstag leider nicht schön umsetzen. Ich erwähne es trotzdem immer, weil es wirklich an ganz, ganz, ganz vielen Donnerstagen richtig, richtig gut klappt, na, dass man das als Indikator mitnehmen kann. Das hat hier aber nicht geklappt. Also wer da sich gewundert hat, wie man das hätte nutzen können, das hat so auch nicht funktioniert, ne? Nur alleine die Tatsache, dass wir gesagt hatten, unter 600 ist nach unten raus das Risiko einfach drin, dass er wieder auf, was haben wir gesagt, 460, 410 fällt. Na, und das waren dann die Ziele. 550, 460, 410 sollte erreichen, wenn er jetzt mit der roten Tageskerze aus dem Tageschart, hier hatten wir uns das angeguckt, ne? Warte, warum springt es nicht um? Hier hatten wir uns das angeguckt und hatten gesagt, mit der roten Tageskerze vom Band weg, wieder ans, unter die 200-Tage-Linie oder an die 200-Tage-Linie, hätte er eben Risiko gehabt, jetzt hier auf 460, nee, 15,55, 15,460, 15,410 so zurückzufallen. Das hat er getan. Und diejenigen, die von uns noch Updates mitbekommen, hatten dann noch die Info bekommen, dass darunter eben auch noch andere attraktive Ziele liegen, na, wenn die 410 dann nicht halten soll. Eben bei 365, 350, das war dann die eine Station, die den lang gehalten hat, und die nächste sollte hier die 280 sein, wurde im Tief jetzt so ganz haarscharf angeschnitten. Und dann war jetzt hier Fokus auf die Amazon-Zahlen einfach zu setzen. Na, wir haben auch jetzt hier 10 Minuten vor Schluss nochmal rumgeschickt, dass man da wirklich ein bisschen aufpassen solle, weil die Erwartungshaltung halt so brutal negativ war, ne? Also da waren teilweise Ergebnisse, die wirklich weit über 50, 60, 70% unter Vorjahreswerten prognostiziert wurden. Also ich weiß nicht, was die Analysten geraucht haben oder was sie selber getradet haben. Wahrscheinlich hatten sie selber irgendeine Position drinnen, die sie noch ein bisschen hin und her geschoben haben wollen, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall vollkommen daneben gewesen. Na? Also die Prognosen und die Erwartungen oder die eingetretenen Werte, die sind jetzt, also das ist so weit auseinander. Das habe ich selten schon mal gesehen, dass es so krass ist. Was war EBIT? 3,9 oder sowas erwartet und 24 dann gewesen. Na, also das ist schon wirklich krass auffällig. Also da wird sich der ein oder andere bereichert haben. Dann gibt es bestimmt auch eine Prüfung hinterher. Aber wichtig ist jetzt für unseren DAX, was hat das jetzt für eine Konsequenz? Natürlich ist der Markt jetzt erstmal in der ersten Reaktion nachbörslich wieder nach oben zurückgezockt. Und das kann natürlich zum Freitag jetzt dazu führen, dass wir einen Aufwärtsgap kriegen. Und dann muss ich zeigen, was hier los ist. Es ist ja nun nicht nur so, dass der Markt jetzt wegen Amazon alleine gefallen ist. Ne? Dass jetzt hier nur Amazon der Grund war, dass der DAX gefallen ist und die ganze Welt gefallen ist. Aber es nimmt bestimmt ein bisschen Anspannung jetzt erstmal raus. Ne? Hätte jetzt da noch so ein großer Player in den USA quasi so richtig schlecht geliefert und so richtig verschissen auf Deutsch, dann wäre das natürlich ein bisschen brüchiger geworden. So kann ich mir vorstellen, dass da einfach ein bisschen Entspannung ist und der Freitag einfach vielleicht zur Seite rausgeht, ne? Zur Seite rausgeht, weil Entspannung durch Amazon, vielleicht die ersten mutigen Käufer, die anderen, die aber sagen, naja, pass mal auf, Abwärtstrend trotzdem, doll eingeknickt, politische Risiken und so weiter und so fort, ist für mich jetzt auch kein Grund hier, um Euphorie zu bleiben und dass er dann vielleicht irgendwo einfach dazwischen herpendelt, ne? Wir haben bei 15.500 eine schöne Station, von oben kommt. Von unten kommt bei 15.400 eine schöne Station. Das sind so eigentlich die zwei knackigsten Marken, ne? 400 und 500 von unten kommt. Da kann es sich schön abstoßen und zurückpendeln. Und vielleicht einfach in der Tagesrange bleiben. Ich weiß, der Triggerfall, der gibt es hier ein bisschen anders wieder, aber könnte ich mir dann gut vorstellen, wenn der Freitag wirklich positiv reinkommt, so wie es sich nachbörslich abzeichnet. Ne? DAX wird jetzt hier schon alle 400 taxiert, nachbörslich. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann wirklich zwischen 500 und 300 einfach zur Seite macht am Freitag. Wirklich einfach nur zur Seite schiebt und das verarbeitet, was da jetzt für Einflüsse auf ihn reinkommen. Sollte er unter den 300 nochmal wegfallen und doch deutlich schwächer reinstarten, als wir das jetzt erwarten oder als das sich jetzt gerade in dem Moment abzeichnet, da würde es sogar reichen, wenn er so um 3,40, 3,30 reinkommt, ne? Dann fände ich das schwach und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch noch tiefer durchgegeben wird. Bis hier 2,80 ist hier, 2,70 ist hier, die 2,30 ist dann hier diese Channelkante,
Channel kannte, die alte Abwärtstrendkante, kann ich mir auch vorstellen, dass die nochmal angelaufen wird. Und tiefer hätten wir dann halt auch erst wieder die 15.150 bis 15.100, die dann hier wichtig wird. Ja, also die Bereiche wären nochmal, wenn wirklich Schwäche reinkommt, wenn der Markt unter der 300 verschwindet, ne, wenn er abtaucht zum Freitag, wenn sich wirklich schwach zeigt, würde ich aber Stand jetzt erstmal nicht erwarten. Ich schon denke, dass so eine gewisse Entspannung einfach reinkommt. Nicht, weil ich Fundamentaldaten wichtig finde, weil ich sie nicht, weil ich sie beachte und weil ich sie bewerte. Ne? Das nicht falsch verstehen und auch nicht raushören aus dem, was ich vorhin gesagt habe, sondern es geht wirklich darum, dass wir eine Reaktion gerade nachbörslich auf den US-Futures haben, eine Bewegung, die im Chart ist, ne, die ich sehen kann, die ich analysiere und die ich auch im DAX sehe, in außerbörslichen Indikationen. Wo der wirklich mit harten grünen Kerzen nach oben gibt und das ist einfach Entspannung, die ich im Chart sehe. Wären die Zahlen jetzt total scheiße gewesen und der Markt hätte dennoch so reagiert, würde ich das trotzdem genauso erzählen. Also wie die Zahlen ausgefallen sind von Amazon und so weiter, hat jetzt keinen Einfluss darauf, was ich hier mache. Ne? Das ist mir immer nochmal wichtig, weil der eine oder andere das doch durcheinander bringt. Und dann entsprechend auch eine Erwartungshaltung an mich setzt, dass ich doch bei anderen Werten auch auf die Zahlen eingehen kann, obwohl ich gar nicht auf die Zahlen eingehe. Das ist bloß eine Randerklärung einfach, warum hat es jetzt hier nochmal gezuckt, wie ist jetzt hier nochmal was durchgegangen und wir haben einfach Entspannung gerade drinne, nachbörslich deutliche Entspannung drinne, richtige Erleichterung könnte man sagen. Das sieht man an den Kerzen, so wie sie nach oben geschlagen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sich zum Freitag noch anhält, aber eben gegen den Abwärtstrend dann gegenwirkt. Und das kann ein Dreieck werden, das kann Geschiebe werden, eine Range. Sowas würde sich üblicherweise dann eben ausbilden. Harten Konter nach oben kann natürlich auch machen. Bis in die 55 rein, 640 hätte man hier ein offenes Gap. Würde ich aber, wie gesagt, aufgrund der ja nicht nur auf Amazon bezogenen Schwäche, sondern Gesamtmarktschwäche hier jetzt zum Freitag nicht erwarten und eher irgendwelches seitwärts Gehampel, Gefummel einplanen. Na, ansonsten natürlich 5,50, 5,65 oben wichtig, 6,40 als Gap Close wichtig. Glaube ich aber nicht, dass er das angespielt kriegt zum Freitag. Na, da wird schon bestimmt nochmal eine kleine Keule von hinten kommen. Positiver Start und sowas, das traue ich ihm zu. Auch ein schönes Aufwärtsgap traue ich ihm zu. Aber dann denke ich, wird schon wieder die erste Unsicherheit reinkommen in den Markt, die ersten Positionen sich wieder zurückziehen und dann werden sich da doch einige aus dem Markt verkrümeln. Ja. Und auch mit der Tageskerze können wir hier erstmal festhalten, die ist rot, tiefrot. Ne, auch hier gibt die Tageskerze eigentlich vor, alles, was jetzt unter das Tagestief geht, Kerzenschluss unterhalb dieser Kerze, das wären alles weitere Verkaufssignale bis zum unteren Band dann. Und das ist dann auch erstmal wieder im Bereich 15.150, 15.100. Den hat man schon im 2-Stunden-Bereich als gute Unterstützung. Ja, das soweit mein Blick auf die Dinge. Das, was ich erwarten würde zum Freitag. Und ja, wie gesagt, Range zwischen 15.300 und 15.500 fände ich am passendsten. Risiko unter 15.300 und Gap Close Potenzial über 15.500. Aber sehe ich glaube, da kommt, also ich denke wirklich so rein vom Bewegungsmuster, eine klare Flagge zur Seite, dynamische Abgaben gehabt, haben auch hier immer wieder dynamische Abgaben in der Abwärtsbewegung. Und ich denke, da wird man eher vielleicht einen Pullback machen, wenn man so die Linie hier zieht, Pullback da dran. Und dann nochmal Druck. Das sind zu viele technische Signale, die einfach nach unten zeigen. Und das wird sich beißen mit dieser Entspannung, sodass es sich neutralisieren wird, beides zusammen. Und der Markt wahrscheinlich dann seitwärts rausgeht und zum Montag dann guckt, was ist am Wochenende passiert und in die nächste Bewegung dann reingeht. Gut, von daher, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, schönes Wochenende schon mal. Diejenigen, die bei uns mit drin sind, Webinar machen wir am Samstag jetzt schon 10 bis 12 Uhr. Müssen wir ein bisschen zeitiger ansetzen. Dafür können wir es wieder am Samstag machen. Das mussten wir ja letztes Mal auf den Freitag verschieben. Ja, und wer nicht drin ist, kann sich ja dann die Aufzeichnung angucken. Gut, ich mache hier, oder wer keine Zeit hat, ne? Also, ich mache hier jetzt zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns am Sonntagabend wieder für das Video zum Montag. Bis dahin, tschüss.